Scheiße. Die holen den hellreichen Eier nicht als Mulch. Die sind zahlreich, aber Schwachrotten so schnell, um als Todwandler herzuhalten. Ich glaube, ich muss mich bei Berlin mal über die Westkälte sehen. Das scheint ja recht interessant zu sein. Auch wenn ihre Magier ziemlich nervig sind. Ich habe hier so viele Magier, aber so viele Fernkämpfer. Mein ganzes Kampfkonzept basiert darauf, dass die meisten Gegner auf mich zustürmen. Unsere Wurzeln werden ganz Trübmoor spannen, wenn Rena Karls Werk getan ist. Tja. Also richtig fit sehen die nicht aus. Die Schuppen fallen hier immer noch aus. Ich meine, diese Skell haben ja immer einen richtigen Schuppen. Ja, das passiert immer nur wie so ein Bio-Experiment. Ich vermisse den Schatten von Tiefmoor. Ich ersticke in dieser Höhle. Ja, gewiss doch. Was sind diese Höhle eigentlich überhaupt? Ja, ich bin immer auf dem Weg. Handreifzecken. Ja. Wäre echt schön, wenn mir Haxara helfen kann. Die hat doch diesen einen Typen auch erstechen können. Jetzt aber geht das hier nicht mehr, oder was? Gibt's da noch einer auf dem Zimmer? Noch mehr Wachen hier. Kann ich echt nicht vorstellen, dass sie hier nicht doch recht zahlreich unterwegs sind. Vor allem am Haupteingang war keine Sau und hier unten, sobald wir 3 Meter im Keller sind. Ich gebe den Hellhalseiern die Schuld. Sie sind zahlreich, aber schwach wie gestampft. Ja, die Hellhalseier, die werden es gewesen sein. Oder aber eure lustigen Experimente waren. Die vielleicht nicht moralisch einwandfrei. Wahrscheinlich ist. Werden dieser Skell jetzt richtig geboren oder halt irgendwie nicht? Die Pferde führt dort entlang. Ah ja, hervorragend. Ich finde ein Buch darüber. Die Stämme von Trübmoor. Das Geistvolk. Von Immanubert Hurend, Mitglied der Bünde des Reisenden von Wegeshof. Ich schreibe diese Worte bei Kerzenlicht nieder. Meine Reisegruppe war auf dem Weg nach Sturmfeste, als unser Ortskunde uns plötzlich anzuhalten gebummt. Er schnupperte in die Luft und runzelte seine Nase, bevor er behauptete, dass wir zu nah an Veskel Zell gekommen seien, als würde das alles erklären. Wir hörten auf ihn, aber während wir unseren Kurs korrigierten, beharrte ich für eine weitere Erklärung. Unser Ortskundiger rückte nun ungern mit mehr zu diesem Thema heraus, aber nach jeder Menge Überzeugungsarbeit, die mich deutlich mehr meiner Besitztümer gekostet, als mir lieb war, bekam ich endlich meine Antwort. Das Geistervolk ist ein in Trübwasser ansässiger Stamm, und soweit ich das überblicke, haben sie einen ziemlich grauenhaften Ruf. Er sprach nur sehr leise von ihnen, und das nur nachdem er einen besorgten Blick in den Schatten geworfen hatte. Angeblich lebt das Geistervolk ausschließlich im Dunkeln. Sie verlassen das Trübwasser nur, um in der Nacht die Arktis zu entführen. Obwohl er noch nie ein Mitglied des Stammes mit ihren eigenen Augen gesehen hatte, waren sie seinen Angaben nach so bleich, dass man sie auf ihren Knochen sehen konnte. Wenn ich euch je gefragt habe, was der Grundschul Kinder nachts wach hält, dann stellt euch das einmal bildlich vor. So unwirklich sie offenbar sind, muss ich doch zugeben, dass ich gerne mehr über den ungewöhnlichen Stamm erfahren würde. Obgleich ich mich am liebsten gleich an die Quelle begeben hätte, beschränkte ich meine Nachforschung für den Augenblick auf unsere Einheimischen, die bereit waren, mit mir über die Veskel zu sprechen. So lernte ich, dass das Geistvolk in Mysterien gehüllt war, so unter den Einheimischen, dass es unzählige Gerüchte über diesen Stamm gibt. All die wilderen Geschichten, die ich über die Veskel gehört habe, sind sich offenbar in 2 Punkten einig. Man erkennt sie an ihren bleichen, weißen Schuppen und sie haben einen üblen Ruf als Totendiebe und Entführer. Natürlich ist mir klar, dass Grabräume nicht gerne gesehen wird, aber angesichts der Tatsache, dass die Argonier in Trübwasser so wenig Wert auf Dauerhaftes legen, überrascht mich dieses Tabu doch ein wenig. Als ich meinen Ortskundigen dazu befragte, teilte er mir mit, dass das Geistfeld nicht nur die Körper bestiehlt. Die Argonier glauben, dass sie die Leichen zwischen den Wurzeln ihres Hifts begraben und dann schändlich Ritual durchführen, mit denen sie die Stämme ihrer dahingeschiedenen Seelen stehlen. Für sie gibt es kaum größere Tabus. Während ich hier sitze und über die grauenhaften Nekromantie im Dunkeln nachsinne, muss ich zwangsläufig an arme Reisende denken, die im Dutzend aus den seichten Wassern heraussteigen, bedeckt von fauligem Schlamm. Dann erlischt meine Kerze. Wie soll beim ersten Licht des Tages aufbrechen? Hoffentlich kommt es bald. Verjagt die schwarze Nacht und das bleiche Geist. Ich habe euch gefunden. Ich habe euch endlich Sie machen mehr Gift. Seid vorsichtig. Ich versuche, ein Gegenmittel anzurühren. Kommt zurück. Ich habe ein Mittel für euch. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur den Schmerz lindern. Oh, der sah noch recht fit aus, oder? Also, halt. Ob wir den Gegenmittel hätte machen können? Tja. Oh je. Na gut, die Quest war auch direkt Tüte, oh je. Insofern gab es hier wahrscheinlich keine Varianten. Ein Gegenmittel, wie auch immer das aussehen soll. Nein!
mag das nicht, wenn sich meine NPCs, die mir folgen, auf einmal auch nicht. Das ist denn fast so deprimierend wie... Ach, jetzt kann ich mit dir reden. Was? Ich würde wirklich gern mit ihr reden. Er hat gelitten, nicht wahr? Das war alles, was wir für ihn tun konnten. Ja, ja, das hättest du nicht richten können. Wir haben ihm nur ein Leben voller Schmerzen gespart, genau. Ich hätte ihn dem Hist überlassen sollen. Ich hätte sie alle dem Hist überlassen sollen. Es ist mein Fehler und das kann ich nicht wieder gut machen. Tja, aber wir müssen die aufhalten. Ich weiß. Wir müssen die anderen finden. Tja, das ist ja zum Glück relativ einfach, sag ich mal, ne? Boah, das Ding hat hier noch 5 Räume. Das heißt also, wir werden wahrscheinlich... Das Endboss ist denn Rena Kall, nehme ich aber an. Wir müssen abkürzen, ich möchte ja nicht die ganzen Reifzwecken da unten kämpfen. Warte, wie viele Leichen da drin sind. Wer hat eigentlich die Bude hier gebaut, also die Gebäude an sich? Ach, hier ist noch so eine Kammer. Warum sind da die Viecher eigentlich immer direkt in der Kammer drinne? Die Fährte führt hierher. Naja, das glaubst du nicht, dass nach der ersten Fehlschlacht die nur was retten kannst. Soll Zulmot töten. Ja, bestimmt wieder von einem anderen Spieler getötet wird, oder? Und Zulmot liegt bereits im Schlaub. Das ist genau der Schlaub, genau. Ja, so ist es mir auch. Muss ich jetzt echt warten, bis der NPC wieder respawnt. Na. Na gut, dann habe ich ja bestimmt Zeit in der Zwischenzeit des Labors. Aber warum sind die Viecher... Ach ja, da ist er. Kann ich ihn bestehen? Er sondert Gift ab. Ich versuche... Schnell! Er spuckt! Ich habe die Luft hier gesäubert. Jo. Das bringt nichts zu verschonen, oder was? Na gut. Da muss ich auch nicht weiter zurückhalten. Zu mir! Hier! Ja, ja. Das ist ja direkt schon ein anspruchsvoller Kampf hier. Dann habe ich nicht mehr einfach gegenheilen könnte. Es tut mir leid. Ich wollte doch nur den Schmerz lindern. Aber dann haben die einen Arm gekriegt. Und der hat schon mal eine Hose gekriegt. Das hoffen ist der erste Schritt auf die Straße der Enttäuschung. Nicht. So, sehr negativ. Na gut, dann will Haxara jetzt wahrscheinlich nur noch Rache? Nehme ich mal an. Rache! Wir können nicht zulassen, dass Rena Kahl das noch jemandem antut. Niemand sollte solche Schmerzen durchleiden müssen. Ja, aber das ist die erwiderte noch andere Experiment, die hatte neue Pläne. Ich bin bereit. Es kümmert mich nicht, was dazu nötig ist. Ich lasse nicht zu, dass sie meinen Kindern noch weiter wehtut. Ist es so? Na gut, dann, sehr gut. Na gut, ich kümmere mich, du versuchst nicht hier Schuss in die Geraden, genau das. Es wird mir schon reichen, dabei zu sein und zu wissen, dass es vorbei ist. Ich will nie wieder jemandem wehtun. Das macht natürlich dein zukünftiges Leben auch ein bisschen schwierig, ne? Ja, bleibt meiner Nähe, genau das. Es stehen ja aber immer Wachen vor der Tür rum. Da hinten stehen auch Wachen rum. Nicht, dass sie an die vorbeikommen, oder? Diese Hohlen verdauern nur allzu rasch. Wenigstens nutzt ihre Fäulnis dem Kalb. Ich komme immer nach dem Hellen. Bald werden die Weskleel von größerer Zahl sein als jeder andere Stamm. Als alle anderen Stämme zusammen. Das ist eine Armee aus Toten. Müsste eigentlich sehr logischerweise größer sein als alle anderen, oder? So, was ist eigentlich mit den... Das ist ja eine Sache, dass die aus Wiederbelebten bestehen, oder... Keine Ahnung, wie die das genau machen. Die sehen hier noch so semi-lebendig aus, ne? Aber müssten die nicht zumindest so ein bisschen die Leichen wegräumen? Ich meine, die einfach über so fahrlässig liegen zu lassen, ist jetzt auch nicht so die Taktik, oder? Die Audienzkammer von Suat Matu. Haxara, ihr wolltet doch unbedingt dabei sein, wenn sie schlüpfen. Das ist eure Chance. Oh. Ich bin so dicht davor. Seht ihr das denn nicht? Ihr könnt eure Kinder haben. Das hätten unsere Kinder werden sollen. Ich habe sie nicht verdient. Nie und nimmer.
Tötet sie! Krona. Also so von der Skala von... Im Rücken experimentiert sich das eigentlich schon ganz gut aus, oder nicht, oder? Ihr seid krank! Hier drüben! Ich kann euch helfen! Ja, aber das ist ja nur ein... Was macht denn das hier? Weil da sind die über mich, nicht über mich drüber rennen. Das heißt, wirklich viel Zeit damit zu verbringen, mich zu hauen. Was? Warum ist sie gleich mitgestorben? Was? Muss ich das verstehen? Warum ist sie jetzt damit runtergefallen? Ich hab die nochmal auf, nochmal hoch. Hä? Ich hab doch nur das eine Viech kaputt gehauen. Oder hat sie sich da irgendwie rangehängt? Wartet! Wartet! Sie ist nicht wie die anderen! Seht ihr? Sie ist für niemanden eine Gefahr. Sie muss nicht wie die anderen sein. Hey, die hat sogar noch Schuppen. Ja, moin. Ist sie nicht wunderschön, mein kleines Mädchen? Was? Nichts ist mit ihr los. Sie ist nur ein Kind. Das ist alles. Sie braucht jemanden, der sich um sie kümmert. Sie braucht ihre Mutter. Oh. Ja, gut, das ist... Was? Ich weiß, dass sie erwachsen aussieht, doch das liegt allein an Rena Karls Treiben. Sie hat sie wachsen lassen, aber sie hat sich nie um sie gekümmert. Sie hat sie nicht großgezogen, deshalb ist sie so. Ich kann das nachholen. Ist es so? Ich meine, irgendwann gab es die mal Klamotten, auch wenn die aus irgendwelchen Gründen schon zerrissen geliefert wurden. Ja, hier lassen geht schon mal nicht. Ich werde sie nach Hause bringen. Ich kann mich dort um sie kümmern. Teil eines Stamms zu sein, wird ihr helfen. Du meinst, der Stamm macht das so mit? Die machen sich doch große Sorgen um Politik. Sie ist ein Hellhals. Sie gehört zu unserem Hist. Ja, das könnte Probleme geben. Sie können mich bestrafen. Es kümmert mich nicht. Ich habe es verdient. Aber sie hat schon genug gelitten. Pavu wird es verstehen. Das wird sie. Na, dann auch zurück zum Dorf. Nein. Sie ist noch nicht bereit. Seht ihr nicht, dass sie Angst hat? Wenn ich sie beruhigt habe, bringe ich sie nach Hause. Ihr geht zurück zu Pavu. Sagt ihnen, dass es jetzt vorbei ist. Ich will ein wenig Zeit mit meinem kleinen Mädchen verbringen. Ja. Kann man mit dem Tier reden? Nee. Was ist das eigentlich für... Wie kommen die Viecher eigentlich so... Ach, egal. So, auf geht's wieder ins niedrige FPS für Trübmoor. Ich hoffe mal, die Viecher übrigens zu ihren Namen kommen. Hallo Steff, grüß dich. Ja, du hast verpennt. Das ist durchaus richtig. Aber keine Angst, du hast nichts verpasst. Bis jetzt sind wir nur 4 Folgen lang durch den Sumpf gelaufen und haben nichts gemacht. Es hat übrigens tatsächlich fast eine Stunde gedauert. Also mehr als eine Stunde tatsächlich, der ganze Einsatz hier. Ich wollte eigentlich nur mal eben noch eine Nebenquest machen. Oder vielleicht noch 2 Nebenquests. Ich habe auch schon die nächste Nebenquest mit irgendwelchen Liebesbriefen gefunden, aber... Eins nach dem anderen. Oh, das ist hier ein Wolf. Zwischendurch habe ich Abstraktionsstufen erklärt. Das war ganz toll. Da ist spannend. Oh, da setze ich einen Wolf. Das Patent für Spiele in Ladebildschirm ist doch eigentlich abgelaufen. War übrigens der Grund, warum es 20 Jahre lang keine Spiele in Ladebildschirm gibt, obwohl das technisch relativ einfach wäre. Zumindest ab einer bestimmten Zeit, wo denn RAM nicht mehr ganz so teuer war. Das ist wieder ein typisches Beispiel dafür, wie Patente eher die Entwicklung aufgehalten haben, als gefördert haben. Weil irgendeine lustige Firma sich Minispiele in Ladebildschirm patentieren lassen hat und keiner je Lust hatte, das irgendwie anzufechten. Warum auch immer nicht. Das ist vielleicht daran liegt, dass die kleineren Projekte, die sowas hätten vielleicht machen können oder einfach mal riskieren wollten, nicht den juristischen Aufwand betreiben können oder halt nicht die Ladezeiten haben, um es richtig sinnvoll zu machen. Und alle anderen wollten es wahrscheinlich riskieren. Nee, guck mal, hier ist eine Leiche. Oder eigentlich sogar 2. Ich werde von was verfolgt, was mir total lieblich ist. Okay, was ist dort hier? Irgendwas sagt mir, dass es eigentlich eine total schlechte Idee ist, mitten im Moor so einen Blitzschutz zu verwenden. Weil das kann eigentlich nicht gesund sein, oder? Ich mit der Energie des Blitzes nach vorne springen, mitten im Wasser.
Ist das nicht irgendwie negativ, wie mich auswirkt? Na, dann kehren wir mal ins Dorf zurück. Mal sehen, wie hier so die allgemeine Stimmung ist. Je nachdem, was unser Kollege hier berichtet hat. Okay, also die haben alle so eine komische grüne Färbung. Die hört ja anscheinend zum Dorf dazu. Na gut, gehen wir mal ins Haus der Baumhirte. Baumhirtin, hättet ihr gesehen, was ich sah, hättet ihr keinerlei Zweifel. Wärt ihr nicht geflohen, würdet ihr es vielleicht verstehen. Ruhe. Da kommt die, von der ich hören muss. Ach, die hat das Vieh sogar mitgebracht. Das sieht aber tatsächlich ein bisschen sehr verstört aus. Naja, kann man damit einen Histo was richten? Ich meine, der Hist ist eigentlich mal gut für sowas, der Baum. Moin. Big Oyel, ich habe viel über die Tragödie unseres Verlusts gehört. Und die Rolle, die ihr bei ihrer Beendigung gespielt habt. Der Hist hat eine weise Wahl getroffen, euch unsere Sorgen anzuvertrauen. Wir schulden euch bereits sehr viel. Doch ich hätte noch eine letzte Bitte an euch, sofern ihr sie euch anhören würdet. Ach, was brauchst du jetzt noch? Haxara hat uns in einer Weise jenseits meiner Vorstellungskraft verraten. Iskenaz hat recht damit, vorsichtig zu sein. Aber wenn ich sie und ihre Tochter sehe, verspüre ich nur Mitleid. Ihr kennt die Wahrheit hinter dieser Tragödie besser, als ich es je könnte. Ihr solltet es sein, der über Haxaras Schicksal entscheidet. Ich war eigentlich gerade vollkommen abgelenkt, was der Baum eigentlich davon hält, dass hier die Kerzen auf so abgesägten Holzstümpfen stehen. Ich meine, die bieten ja quasi einen Baum an. Müsste das nicht irgendwie das Holz als Baumaterial vielleicht so ein bisschen in ein kritisches Licht setzen? Naja, ist wahrscheinlich kein Histo. Ja gut, hat der Histo welche Maßstäbe, Vorgaben? Ich spüre seine Erleichterung. Die Ruhe der Gewissheit, dass seine Kinder nicht länger leiden. Was das für Haxaras Tochter bedeutet, ist unklar. Unser Hist gibt mir keine Antwort zu Haxara. Ich spüre sein Vertrauen in uns. Deshalb lege ich mein Vertrauen nun in euch. Ja, aber das ist, wenn man einen Baum anbietet, könnte man daraus ja irgendwie Parallelen. Ja gut, die bieten nicht jeden Baum, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier einen großen Baum anbiete, dann könnten ja auch sagen, dass irgendwie... Ne, gibt ja noch andere Bäume und die finden das vielleicht auch nicht so cool. Das wäre eher ein Bosma-Problem. Ah, die Bosma... Na gut, die Bosma singen sich ihre Bäume ja zurecht. Ja, stimmt wohl. Was passiert wohl, wenn ein Bosma kommt und versucht, einen Hiss zusammen zu singen zum Haus? Das ist ja bestimmt lustig. Na gut, ich muss nachdenken. Sprecht mit den anderen. Kommt wieder, wenn eure Entscheidung steht. Ja, mit dem Vieh zu reden wird wahrscheinlich eigentlich so klappen. Warum sind denn hier eigentlich so viele Leute? Ich meine, warum? Egal, guten Tag, Sarah. Ihr wisst, dass das nicht wahr ist, was Iskenaz über sie gesagt hat. Ihr wisst es. Er ist ein Feigling. Sie braucht den Hist. Er kann ihr helfen. Tja, was ist, wenn sie das Ding von innen vergiftet? Ich meine, die ist ja schon wieder das Ergebnis von ziemlich vielen Experimenten noch. Und anscheinend eins doch recht erfolgreich war am Ende. Ja. Das kann sie nicht sein. Das kann sie einfach nicht sein. Wenn sie uns nicht aufnehmen, werde ich sie woanders hinbringen. Wir haben einander. Mehr brauchen wir nicht. Aha. Tja, das gibt aber jetzt das... Naja, vielleicht mit nichts kann man vielleicht was machen. Der ist ja sehr magisch, der Baum. Das spielt keine Rolle. Ich werde sie lieben, wie sie auch sein mag. Wenn ich mich bis zum Tag meines Todes um sie kümmern muss, so werde ich das eben tun. Oh, leicht fanatische Tendenzen. Na gut, und denn hier noch ein Moin ist Iskenaz. Bitte. Ihr habt doch das Grauen gesehen, das Rena Karl hervorgebracht hat. Sie hat diese Verderbnis in die Essenz ihrer Schöpfungen einfließen lassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihre Gifte bis zu unseren Wurzeln sickern. Ich flehe euch an. Naja, dass sie jetzt direkt ihre Verderbnis hat einfließen lassen, ist jetzt auch nicht so ganz richtig. Ich meine, das war jetzt ja nicht so ihr Plan. Das wäre ja so eher Phase 3 gewesen. Erstmal den Prozess verfeinern und danach kann man drüber nachdenken, um was absichtlich kaputt zu machen. Na gut, also Bedrohung. Ihr findet es grausam, dass ich das glaube. Dann schwöre ich euch, dass es mir ebenfalls keine Freude macht. Eines Tages kann ich Haxara vielleicht dafür vergeben, was sie getan hat. Aber wenn auch nur die geringste Chance besteht, dass es dem Stamm schaden könnte, wenn man ihr Gnade erweist, werde ich mein Herz tausendfach verschließen. Tja, und was ist dein Vorschlag? Sie sollten gehen. Weit weg von unserem Stamm und unserem Hist. Von irgendeinem Hist.
und uns nie wieder belästigen. Also erfahrungsgemäß vertragen das Agonien ja gar nicht. Besonders nicht die, die es gewohnt sind. Und was, ja, und wenn ich mich gegenteilig entscheide? Wenn der Hist glaubt, ihr habt recht, dann habt ihr recht. Ich werde nur hoffen können, dass wir seine Absichten nicht falsch deuten. Na denn. Ja, ich habe mich entschieden, bestimmt. Das ist weder eine einfache Angelegenheit, noch eine, die man übereilen sollte. Nehmt euch die Zeit, die ihr braucht. Aksara und Iskenaz werden euch beide ihre Ansichten vortragen wollen. Aber ich würde es verstehen, wenn ihr nicht wollt, dass euer Urteil von ihnen beeinflusst wird. Tja, das ist... Ach ja, die Strafe gibt's ja auch noch, siehst du? Mir fällt kein Stamm ein, der je über ein solches Verbrechen richten musste. Es gibt viele, die sie schon für weniger hinrichten würden. Doch das ist nicht der Weg der Hellhälse. Wenn wir ihr schon nicht vergeben können, so werden wir doch vergessen. Die Verbannung ist meine Antwort. Tja, und Gnade? Oft ist es leichter, den verdorrten Ast zum Wohl des ganzen Baums abzuschneiden. Aber mit Bedacht und Pflege kann ein kranker Ast auch seine Stärke zurückgewinnen. Haxara und ihre Tochter mögen geknickte Zweige sein. Doch man kann sie wieder richten, wenn wir uns bemühen, sie zu heilen. Ach, das Gleichnis habe ich doch heute schon mal gehört. Na gut, das Erleichterung? Es gibt viele mögliche Deutungen. Wohlmeinend könnte es heißen, dass sie nicht kränklich wie die anderen Schlüpflinge war. Doch man kann leicht erkennen, dass sie nicht unversehrt ist. Ich muss die Alternativen bedenken. Die da wären? Dass unser Hist ihren Schmerz deshalb nicht fühlt, weil sie nicht zu unserem Baum gehört. Wenn ich sie betrachte, sehe ich keinen Hellhals oder auch nur einen Vishkleel. Sie ist ungezeichnet und stammlos. Und ihre Augen sind so leer wie ihre Schuppen. Vielleicht gehört sie zu gar keinem Baum. Kann man da nicht einfach einen zuweisen? Wir werden aus dem Hist geboren und vom Hist geformt. Und wenn wir sterben, kehren wir zum Hist zurück, um aufs Neue geboren und geformt zu werden. Kann man das auch über jene dort sagen? Rena Karl gab ihr Leben. Aber kann jemand, der jenseits der Wurzeln des Hists geboren wurde, eine Seele haben? Ich habe keine Antwort darauf. Na gut, ich habe meine Entscheidung gefällt. Dann werde ich euch hören, wie ich unsere Windspiele höre. Ich höre die auch. Wie ist der Lauf unseres Stroms? Aufnehmen! Ich fürchtete schon, ich ließ mich von meinen Gefühlen leiten. Aber nun höre ich mit Erleichterung, dass ihr ihnen mit Mitgefühl begegnet. Die Hellhälse sind trügerischen Wassern stets begegnet, indem sie sich gegenseitig die Hand reichten und ihre Stärke vereinten. Das wird heute nicht anders sein. Tja, dann viel Glück in der Welt. Es wird für diese beiden immer einen Platz in unserem Stamm geben. Und für euch, Beko. Was? Aufgrund dessen, was ihr für unseren Stamm getan habt, wäre es mir eine Ehre, euch als Wurzelschwester bezeichnen zu können. Fühlt euch hier ganz wie zu Hause. Ihr habt euch etwas Ruhe verdient. Ja, dann gehe ich nach Sommersinn, wo mir das Wetter besser gefällt. Kommt, Haxara. Wir haben euren Schmerz zu lange missachtet. Nun ist es unser Schmerz und wir überwinden ihn gemeinsam. Yay. Komm, mein Schatz, gehen wir nach Hause. Das Vieh hört. Klapp, 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 klapp. Na, Judy, auf zur nächsten Mission.